Müssen wir uns ein bisschen die Geschichte der KI anschauen. KI ist die Wissenschaft und die Ingenieursdisziplin, um intelligente Computerprogramme zu entwickeln. Computerprogramme kann man sich so ein bisschen wie ein Kochrezept vorstellen, ist nicht ganz richtig, aber stellen wir uns das mal so vor. Und anfangs mussten wir für ein Problem, was irgendwie intelligentes Verhalten darstellt, alle Eventualitäten selber uns überlegen und eben in diese Kochrezepte reinschreiben. Und durch das maschinelle Lernen müssen wir nur noch diese Kochrezepte fürs Lernen an sich genau hinschreiben und alle Eventualitäten anschauen. Aber das eigentliche Problem kann dann eben durch Daten erlernt werden. Und dadurch werde ich viel flexibler. Also denken Sie mal daran, zu definieren, was ist ein Baum. Dann klingt das erstmal sehr einfach und dann fängt man an zu überlegen und dann denkt man, oh Gott, wie unterscheide ich von einem Gebüsch? Und dann geht man immer weiter. Und dadurch, dass ich Daten nehmen kann, brauche ich einfach nur ganz viele Daten, Beispiele nehmen und ich habe eine implizite Definition und ich muss das nicht mehr alles konkret hinschreiben, jede Eventualität. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren man viel einfacher, sehr komplexe Probleme herangehen kann. Und das war insbesondere durch das maschinelle Lernen und dort drin durch das tiefe Lernen, was eine spezielle Art des maschinellen Lernens ist. Ja, also erstmal brauchen wir, wenn wir an die Industrie denken, ein breites Wissen über maschinelles Lernen. Und das ist nicht nur das tiefe Lernen, sondern auch, wie evaluiere ich, welche anderen Algorithmen gibt es, weil nicht jeder Algorithmus ist für jedes Problem perfekt. Ich denke, das ist die größte Kompetenz, die wir hinkriegen müssen, dass jeder versteht, welche Möglichkeiten gibt es und wann kann ich welchen Algorithmus benutzen und wie evaluiere ich den. Also wir brauchen mehr Professuren, das brauchen wir sowohl im Nachwuchsbereich als auch in denen, die verstetigt sind. Wir brauchen eine viel stärkere Infrastruktur, Compute-Infrastruktur, weil wir kriegen die Talente nur, wenn es nicht das Problem ist, dass ich was berechnen kann. Und ich glaube, dass wir eine Partnerschaft zwischen Industrie und Forschung brauchen, weil der Bedarf ist so groß, dass es einer alleine nicht schaffen kann. Und wir brauchen ja, dass die Talente übertragen werden. KI ist nicht nur eine Blaupause, sondern ganz viele Blaupausen. Deswegen ist die Innovation durch die Köpfe nur gegeben und die müssen transferiert werden.